Moin Moin, Servus und Grüß Gott auf meinem Kanal. Wird das mein neues Fahrzeug? Wird das mein neues Adventure-Mobil? Ihr werdet später erfahren. Erstmal muss ich in die Halle reinfahren. Ich muss den Bodenbelag abkratzen. Wegbekommen. Jetzt kommt diese kleine Ecke und die ist natürlich richtig gut verspachtelt. Ich denke mal, die sind damals da angefangen, ja, und dann ging hier so langsam der Leim aus. Deswegen habe ich die viel schneller weggekriegt. Ja, da wollen wir mal das Stück hier noch entfernen und die Bretterwand muss ich auch noch entfernen. Der beste Freund für den Handwerker ist immer noch der Kuhfuß. So, erstmal kurz Kaffeepause. Ihr kennt mich ja. Ohne Kaffee geht hier nichts. Später noch mal so eine kleine Rumtour hier von der Halle. Es hat sich einiges getan. Die Jungs sind hier gerade am Essen kochen. Ich zeige euch das mal, was heute Leckeres zum Essen gibt. So, fertig. So, den Rest muss ich gleich noch ausfegen und jetzt kommt die Wand dran. Hier sind ein paar Nieten drin, ausbohren und dann wäre das Gröbste geschafft für heute. Jetzt fragt ihr euch natürlich, habe ich mir dieses Fahrzeug gekauft? Es ist ein Renault Master T35D und ich kann euch sagen, nein, ich habe ihn nicht gekauft. Draußen ein Master 4x4 sogar. Ah, nochmal Update, das ist kein Master, das war ein Traffic 4x4. Man kann das Dach hoch machen, kann man drinnen schlafen und man kann auch gut da drinnen stehen. Leider hat der Motor Schaden und deswegen konnte ich mir das Fahrzeug jetzt auch nicht kaufen. Ich bin noch auf der Autosuche, lasst euch überraschen, es kommt auf jeden Fall irgendwann noch mal ein zweites Auto ran und dann wird es auch hier fertig gemacht. Denn ich will noch weitere Sachen fertig machen, wie zum Beispiel Roller, Mofa, Schlauchboot, Fahrrad und schauen wir mal, was noch so alles kommt. Und natürlich auch Auto. Dafür haben wir uns hier einen Kompressor gekauft. Ihr seht es schon, ich gebe euch gleich noch ein paar Daten. Das 2013 hat ein Krankenhaus geschlossen und der stand bei eBay Kleinanzeiger drinnen und den haben wir sportbillig, oder was heißt, der war erst teuer, wir haben ihn noch runtergehandelt. Und da konnten wir einfach nicht Nein sagen. Dahinter steht dann noch unser alter Kompressor mit dem Tank. Motor haben wir abgeklemmt. Wie gesagt, dafür dient ja jetzt unser Power-Kompressor. Der macht in 1,5 Minuten macht er unser 320-Liter-Tank mit Luft voll. Also ich muss schon sagen, das hat Power.
Der wird hier aber auch nicht stehen bleiben. Wir werden den noch nach nebenan bringen. Da werden wir noch aufräumen und dann kommt er noch rüber. So, und dann zeige ich euch noch mal ein bisschen, was sich hier in der Halle getan hat. Ah nee, stopp! Ich wollte euch noch ein paar Daten geben. Dafür klappen wir das Teil noch einmal hoch. Ja, viele Knöpfe hier, aber ist auch gar nicht so kompliziert. Entwässerung, ja, haben wir auch neu hinten gemacht mit Relais und Pipapo. Hier auch komplett nochmal neu Öl reingefüllt. Hier ist dann zum An- und Ausmachen, wie gesagt, der hat so viel Power. Der hat nämlich 22 kW Motorleistung und der hat hier eine Betriebsdrehzahl von 1455 Umdrehungen pro Minute und ist aus dem Baujahr 1984. Die sich da halt mit auskennen, die wissen, ja, was das für ein Powergerät ist. Ich fand das schon geil, die Farbe sieht auch cool aus und er sieht wirklich wie neu aus. Hier auch nochmal ganz gut zu erkennen, noch original der Aufkleber vom Krankenhaus. Achtung, Kompressor schaltet nach Stromausfall selbstständig ein. Ja, nicht wundern, jetzt fängt es auch noch an zu regnen, das hört man ein bisschen, glaube ich. Und wir haben ja die Hebebühne weggestellt, die steht derzeit hier in der Ecke. Wir haben sie aber nur in die Ecke gestellt, die ist noch nicht festgeschraubt, hier steht gerade noch ein Golf. Wir sind am Überlegen, vielleicht die Hebebühne zu verkaufen und noch eine andere Hebebühne zu holen, zum Beispiel wie die Hebebühne. Auch, ich glaube, das habt ihr ja auch noch gar nicht gesehen, also die ist auf jeden Fall festgemacht, passt auch super. Und jetzt kommen wir zu meiner Ecke. Derzeit befindet sich hier noch ein Motor, den wir für einen Kumpel oder den Daniel für seinen Kumpel noch gerade fertig macht. Deswegen haben die gerade hier so meine Werkbank mitbenutzt. Hier haben die auch noch den Außenborder. Das ist nicht meiner. Oh, jetzt hagelt das auch noch. Uiuiui. Boah, ist das ein Schmuddelwetter. Und ich wollte mein Schlauchboot die Woche fertig machen, ich wollte wieder rein. Aber wenn das jetzt wieder schneit und hagelt... Mann, 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 was für ein Wetter! Ja, im April! Frühling! Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Das ist, wie gesagt, das ist von Daniel und Lukas, der Außenborder. Ihr habt das ja schon mal gesehen, dass wir auch mal zusammengefahren sind. Wir wollen auch weitere Touren noch mal machen, sowie auch Magnetfischen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, die haben hier irgendwas bestellt aus Amerika. Das hat 5 Wochen gedauert und das ist jetzt angekommen. Ich glaube, irgend so ein Dichtungsring. Da ist Daniel jetzt gerade noch dabei. Ja, wo hier auch unser Kompressor steht, ist unser Hochregallager 1. Hier haben wir gerade einen Backofen stehen. Ich glaube, der funktioniert nicht mehr. Der sollte aber eigentlich mal in die Küche rein. Die gucken wir uns auch gleich nochmal an. Hier ist mein Schlauchboot. Hier haben wir auch noch Schlauchboot-Zubehör. Oben sind noch Kfz-Teile, Lampen, Stoßfänger. Und so weiter. Wie gesagt, das muss auch noch optimiert werden. Der Kompressor kommt ja noch nach nebenan. Wir haben hier noch so einen Rollwagen, den wir in der Halle rumfahren können. Und wir können uns mal das Hochregallager 2 anschauen. Hier ist das Hochregallager 2. Sieht genauso aus wie das erste Regallager. Hier müssen wir auch noch ein bisschen optimieren. Hier möchte ich gerne mein Feld haben. Mein Platz, wo mein Schlauchboot reinkommt. Wie gesagt, mein Schlauchboot liegt da hinten. Auf dem Tisch liegt mein Außenborder. Momentan alles ein bisschen zerstreut. Da oben sind meine Tanks, Benzin und das soll halt alles hier rein. Auch mit den Schwimmwesten. Dann haben wir hier im Weiteren haben wir eine Sandstrahlkabine. Ich glaube, das haben die Jungs gerade ausgeliehen. Die sind gerade in der Planung, noch eine größere Sandstrahlkabine zu bauen, dass man auch Felgen sandstrahlen kann. Wäre für mein zweites Auto bestimmt auch dann eine coole Sache. Und wir haben hier neue Steuerungssysteme eingebaut in unsere Heizung, die halt jetzt schneller anspringt und halt, ja, die hat Power, die macht die Halle so, in 10-15 Minuten ist die Halle hier recht schnuckelig warm. Jetzt gehen wir noch in die Küche, die zeige ich euch auch nochmal eben. Und hier dann unsere Küche und Büro in ein. Hier haben wir noch einen Laptop, schönen Tisch, wo wir dran sitzen können, unser Kaffee trinken können. Ihr kennt mich ja, 3-in-1 Kaffee ist auch dabei. Filterkaffee kann ich mir auch kochen, könnt sogar Aufbackbrötchen hier drin machen. Wir haben gerade noch die Gasflasche haben wir hier oben drauf stehen, weil wir letztes Mal Bratwürstchen gemacht haben. Küchenzeile haben wir bei eBay Kleinanzeige ersteigert. Wird auch noch ein bisschen optimiert, da kommen noch ein paar Holzplatten dran. Hängeschrank haben wir, Becher, also wir haben eigentlich alles, was man für die Küche
brauche. Und dann halt unser Büro-Equipment. Das Einzige, was hier noch fehlt, ist Top-Internet. Und da muss ich mich auch noch mal drum kümmern. Ich möchte gerne Antenne oben noch ans Dach bringen und einen Router hier reinstellen. Das kommt dann auch noch mal dran, dass wir ja auch noch mal ein bisschen mehr Internet haben, weil hier ist so ein bisschen schlechtes Internet. Also abends hast du immer ein bisschen mehr LTE, aber so am Tage, so wie jetzt gerade, ich glaube, das ist jetzt so 16, 17 Uhr, dann ist es immer ein bisschen schlecht hier. Handtücher hängen hier, schönes VW-Schild haben wir hier angebracht. Und hier hängt halt jetzt noch eine Plane runter. Hier wollen wir dann in Zukunft dann auch noch mal Platten ranmachen, Holzplatten. Hier Mülleimer, oh, lecker Pilze. Jungs, ich glaube, Pilze schmecken so geil. Seid mir nicht sauer. Boah, die schmecken so geil. Oh. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mal ein bisschen Einblick wieder in der Halle, was sich hier alles getan hat. Ich muss hier auch noch weiter aufräumen, die Werkbank-Ecke machen. Wir wollten uns eigentlich meinen Caddy anschauen. Ja, die schönen Visitenkarten. Ja, da sind immer alle scharf drauf. Hä? Soll ich vielleicht nochmal anrufen? Hier, 100 Euro, dann geht die Karre weg. Mein Caddy, der muss weg. Ah, der geht die Woche eh auf den Schrottplatz. Ich habe zwei Autos noch in Aussicht. Vielleicht fängt auch schon nächste Woche das Projekt mit dem zweiten Auto an. Schauen wir mal. Ich muss halt noch ein bisschen sparen und wenn das mit dem anderen Auto klappt, wäre halt cool. Lasst euch überraschen, was ich mir für ein Auto kaufen werde. Ich habe mir jetzt mein Kaffeewasser aufgesetzt, werde gleich nochmal einen Kaffee trinken und dann geht es hier halt weiter. Ich würde sagen, ja, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ist ja auch kostenlos und ihr unterstützt mich auch damit. Also, ich würde sagen, abschalten jetzt.